So, ich sitze jetzt also hier auf meiner 111, warte auf meine Papiere und ich würde sagen, wir schauen uns erstmal das erste Signal in meinem Fahrweg an, und zwar ist das ein Schutzsignal. Schutzsignale haben in gleichen Teilen die gleiche Aufgabe wie in Deutschland das Sperrsignal zum Teil. Das Sperrsignal ist ja in Deutschland für Rangieren und Gleisunterteilung auch mit da. Zum Rangieren sind auch hauptsächlich die Verschubsignale, wie ich erklärt habe, da. Man sieht im Hintergrund eins, was aber diesmal hoch, oder zwei sogar, die hochstehend sind. Das Schutzsignal hat aber auch noch weitere Bedeutung, und zwar kann es zur Gleisunterteilung sein und auch hier, wo ein Hauptsignal als Gruppenausfahrtssignal für mehrere Gleise gilt, die Zustimmung zur Abfahrt zu geben. Und zwar gibt es diese Schutzsignale in zwei Bauformen mit und ohne lotrecht weißen Streifen. Hier in Salzburg-Knigl hat man die alte Bauform, hat in dem Sinne drei Optiken. Dieses Schutzsignal, eine Optik ist rot, das nennt sich beim Schutzsignal Fahrverbot. Und dann hat es zwei weiße Lichter übereinander, sehen wir dann später noch, wenn ich dann Ausfahrt habe. Das heißt Fahrverbot und in diesem Fall ohne lotrecht weißen Streifen auch Vorschubverbot aufgehoben. Deswegen, wenn ich hier jetzt starte als Lok, muss der Fahrdienst leider mir theoretisch sagen, ob wir Vorschubfahrt oder Zugfahrt sind. Das hat auch was mit dem Signal dahinter zu tun, sage ich gleich. Weil hier kann man nicht unterscheiden, ob Vorschubverbot oder Fahrverbot gemeint ist in dem Sinne. Also, wenn man einen weißen Streifen, lotrecht weißen Streifen in der Mitte hat, hat man noch mehr Optiken, dann kann man auch Vorschubverbot wie beim Vorschubsignal zeigen. Dann auf der rechten Seite hat man ein weißes Blinklicht. Das ist das sogenannte Ersatzsignal in Österreich. Und oben drüber hat man einen sogenannten Nachahmer, der eigentlich an dieser Stelle meiner Meinung nach ein bisschen übertrieben ist, weil das Signal ja gefühlte 10 Meter dahinter kommt. Aber dieser zeigt mir dann an, ob das Hauptsignal Fahrt zeigt, Halt zeigt. Obwohl, Halt zeigt es ja sowieso und das leuchtet gerade nicht. Normalerweise wird da nur eine Funktion in Verbindung sein, und zwar Fahrt mit Geschwindigkeitsbeschränkung, zeige ich euch später. Dahinter haben wir ein österreichisches Hauptsignal. Oben der Hauptschirm mit den Fassungen Rot, Grün und Gelb. Also Halt und frei mit 40. Und unten das Vorsignal, was gerade dunkel ist, weil natürlich das Hauptsignal falsch steht, was frei mit 40, frei mit 60 oder Vorsicht zeigen kann. Also gelb-gelb, gelb-gelb-grün, das ist frei mit 40, grün-grün-gelb, frei mit 60 und grün-grün frei. Was es hier jetzt in der Regel in der Knigge anzeigen kann, bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, also frei zwei Grüne wird es nicht zeigen können. Ich glaube, das wird sich auch frei mit 40 beschränken. Genau, das sind die Signale. Wie gesagt, jetzt ist gerade Halt. Ist natürlich klar. Ich stehe hier noch, warte auf meine Papiere. Besonders zu erkennen, was hier unten ist, ist auch sehr interessant. Das hier ist ein Grenzzeichen. Grenzzeichen kennt man auch in Deutschland. Die Grenzzeichen gibt es in Österreich mit und ohne roten Strich. Der rote Strich sind die alten. Da muss man, ich will jetzt nichts Falsches sagen, das sind die alten. Da wurde damals noch nicht die menschliche Breite vom Verschieber mit eingerechnet. Und deswegen hat man die rot versehen. Und man muss dann, wenn man Fahrzeuge abstellt, nochmal 5 Meter von der Weichenspitze vom Herzstück noch mit dazu rechnen. Also das bedeutet ungefähr, wo der links links der gelbe Kasten liegt, da dürfte ich dann ungefähr mein Fahrzeug hinstellen. Dann wäre das Grenzzeichen frei. Hauptsächlich werden jetzt nur noch die ohne roten Strich aufgestellt. Da darf man dann wirklich bis dahin seine Fahrzeuge abstellen. Genau. Besonderes noch zum Hauptsignal, wie ihr seht, hat dieses zwei weiße rückstrahlende Lichter. Und das sind im Jargon die sogenannten Katzenaugen. Ja?
Die Katzenaugen symbolisieren, wenn ich eine Verschubfahrt bin, bleibt dieses Signal ganz normal auf Halt. Ich weiß es deswegen nur von meinem Schutzsignal. Wenn der Fahrdienst sagt, ja, pass auf, wir fahren von 226, fahren wir verschubmäßig runter in den Hauptbahnhof, dann stellt er mir nur das Schutzsignal auf Fahrverbot, / Verschubverbot aufgehoben. Und an dem Signal fahre ich einfach drüber, weil es die sogenannten Katzenaugen hat. Das bedeutet, das ist für mich als Verschubfahrt eigentlich gar nicht da. Gibt es zum Beispiel in Innsbruck Frachtenbahnhof, Hall in Tirol und hier in der Kniege. Und auch noch was nicht zu verachten ist, wenn wir schon mal da sind, habt ihr es hier oben gesehen? Weil rechts fährt man hoch Richtung Westbahn, also aus Richtung Linz, und links fährt man zum Hauptbahnhof. Deswegen ist das Hauptsignal zweideutig. Wenn man links fährt, ist es ein Zwischensignal. Wenn man rechts fährt, ist es das Ausfahrtssignal von Salzburg-Kniegel. Auch sehr cool. Wie gesagt, ich komme gleich nochmal wieder und dann seht ihr, was es zeigt, wenn ich Ausfahrt habe. Bis gleich. So Leute, jetzt habe ich mich gerade abfahrbereit gemeldet. Jetzt schauen wir gleich mal, wie die Signale sich umschalten. So, ihr seht, das vordere Schutzsignal zeigt jetzt Fahrverbot aufgehoben und danach aber zeigt Hauptsignal frei mit Geschwindigkeitsbeschränkung. Und das Hauptsignal zeigt mir oben frei mit 40 und unten auch Hauptsignal frei mit 40. Das bedeutet, beim Salzburger Hauptbahnhof steht auch schon alles für meine Einfahrt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, bleibt gesund, passt auf euch auf. Betrunken B8, aber Adam 9 sagt, ciao, gute Fahrt, bis zum nächsten Mal. Tschüss.